Mitten in der Nacht erwartet Schwester Luisa auf der Kinderstation noch einen Neuzugang. Hallo. Frau Meiser. Ja, ich ruf einmal hier rum. So. Zu später Stunde wurde uns angekündigt aus der Notaufnahme die Emma Meiser, 16 Jahre alt. Sie sagte in der Notaufnahme zu mir am Telefon, Sturz aus dem Hochbett. Als sie dann kam, habe ich das etwas angezweifelt, denn ihre Verletzungen waren doch recht stark. Sie wurde angekündigt von der Notaufnahme, wurde da schon auf jeden Fall ein Röntgen gemacht. Ich gucke gleich mal nach den Bildern. Ja. Sieht aus hier nach dem Unterschenkel. Ich schau mal nach den Bildern, ne? Ich melde mich gleich. Sie gehört dazu? Ich habe sie gefahren. Ja. Ich weiß nicht, wer sie ist. Also, sie hat mich gefahren. Ja. Okay, ich hole mal die Bilder, ne? Okay. Also erstmal Tabea Rode ist mein Name. Hallo. Wenn du sie nicht kennst, darf sie denn überhaupt dabei bleiben? Ja, klar, sie hat mich ja gefahren. Okay. Willst du vielleicht einmal erzählen, was passiert ist? Ich bin aufgewacht und dann vom Hochbett gefallen. Und das ging alles so schnell. Und dann, ich bin total auf meinem linken Bein gefallen. Das tut aber unglaublich weh. Und ja. Vom Hochbett? Ja, genau. Diese Geschichte mit dem Hochbett kam mir gleich sehr komisch vor. Ich meine, sie hatte auch überall Kratzer, das passt überhaupt nicht zu der Geschichte. Und dann noch dieses Mädchen dabei, was sie angeblich nicht kannte, was aber trotzdem mitkommt ins Krankenhaus. Also da war eigentlich direkt klar, dass da irgendwas an dieser ganzen Geschichte nicht stimmen kann. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist eine andere Sache. Kratzer. Die sind schon was älter. Okay, also nicht vom Hochbett gefallen. Nein, das hat wirklich nichts damit zu tun. Und da ist auch alles gut? Da ist alles gut. Die Bilder. Ich habe deine Mama kurz angerufen und die weiß Bescheid. Deine Mama? Wieso kommt die jetzt? Wieso? Du bist ja noch nicht 18, oder? Das wird man 16. dir doch unten erklärt haben in der Notaufnahme, oder? Es ging alles so schnell und ich habe so Schmerzen. Ja. Laura, kannst du gehen, bitte? Geh. Ich kann ruhig hinbleiben. Nein, geh bitte. Meine Mama kommt jetzt, geh. Als die Emma dann so erschrocken ist, als ich gesagt habe, dass ihre Mutter informiert ist und gleich kommt, da habe ich mich schon etwas gewundert, denn es sollte plötzlich dann die Begleitung den Raum verlassen. Gut, ich denke, mit den Röntgenbildern, mit dem Besprechen warten wir mal, bis die Mutter da ist. Mhm. Ist es schlimm? Hast du dann starke Schmerzen? Ja, extrem. Ja? Okay, ich mache nochmal die Infusion weiter dran. Und du hast unten auch schon was gegen Schmerzen bekommen, ja, ne? Auf den Röntgenbildern war ein Unterschenkelbruch, ein kompletter Unterschenkelbruch zu sehen. So, also beide Knochen des Unterschenkels waren letztendlich frakturiert und standen auch nicht mehr schön, sodass eigentlich klar war, dass wir das operieren müssen. Ansonsten wäre das komplett schief zusammengeheilt und das kann man natürlich so nicht machen. Wenn ich dann wieder tanzen kann? Wir gucken mal ganz am Ende des Tages, wie es aussieht. Ja. Entschuldigt die Störung, die Mutter der Patientin. Emma. Frau Meiser. Das ging ja schnell. Nein. Kommen Sie rein erstmal. Genau, kommen Sie erst einmal rein. Was hast du denn gemacht? Also, Ihre Tochter sagte, sie ist vom Hochbett gefallen. Was? Wir haben überhaupt kein Hochbett. Sie haben kein Hochbett. Wir haben überhaupt kein Emma. Ich kann dich nicht vernünftig behandeln, wenn ich nicht weiß, was passiert ist. Was ist wirklich passiert? Ich wollte zu einer Party, die war total angesagt und du warst schon am Schlafen. Und dann wollte ich einfach hintenrum vom Balkon aus und dann bin ich abgerutscht und einfach voll auf meinem Bein gelandet. Du bist bescheuert. Wieso gehst du denn vom Balkon? Du kannst mir doch was sagen. Du warst am Schlafen. Wieso fällst du vom Balkon? Du warst am Schlafen, Mama. Ich wollte. Ja, warum rufst du nicht? Du gehst auf eine Party, du fällst vom Balkon. Warum rufst du mich doch nicht? Ich bin doch da. Ich hätte dir doch geholfen. So, ich muss jetzt trotzdem noch mal unterbrechen. Ich möchte jetzt schon einmal ganz gerne darauf zurückkommen, was jetzt eigentlich passiert ist, beziehungsweise was wir für eine Diagnose haben. Verletzt. Ja, beruhigen Sie sich erstmal. Erstmal müssen wir darauf zurückkommen, was sie für eine Diagnose hat und was wir jetzt machen. Das würde ich gerne einmal besprechen. Ja? Wir haben das ja schon geröntgt, das Bein. Und was tatsächlich jetzt da ist, ist eine Fraktur, also ein Bruch vom Unterschenkel. Deswegen hat sie auch so starke Schmerzen. Die Kollegen in der Ambulanz haben da schon eine Schiene dran gebastelt, damit es erstmal ein bisschen ruhig gestellt ist. Das ist natürlich nicht
gerade jetzt das Perfekte. Ja? Ja. Wir müssen das operieren. Was? Sie sehen, dass das hier ganz verschoben ist. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall operativ wieder richtig gestellt werden muss. Ein bisschen Tanzen. Das wird auf jeden Fall eine längere Pause bedeuten für dich mit dem Tanzen. Weil so schnell wieder voll belasten ist schlecht. Ja? Denn ich kann Tanzlehrerin werden. Das war mein Traumberuf und ich kann nicht ohne tanzen. Im Gespräch mit der Patientin wurde klar, dass sie auf jeden Fall große Angst davor hat, dass dieser Traum mit dem Tanzen und Tanzlehrerin werden jetzt durch diese Verletzung zerplatzt. Das hat sie auch öfter artikuliert. Letztendlich war da aber noch irgendwas anderes, was so ein bisschen im Raum schwebte. Können Sie vielleicht mal gucken bei meiner Tochter, weil am Hals, das tut mir leid, aber es sieht aus wie ein Knutschfleck. Ist nichts, Mama. Das ist aber eine Verletzung. Da ist eine Verletzung. Ein Blick genügt. Und für Kinderärztin Tabia Rode liegt der Fall ebenso klar wie für Mama Nicole. Dabei ist es gar nicht der Knutschfleck an sich, der die alleinerziehende Friseurin schockiert. Die 44-Jährige hat andere berechtigte Gründe, sich um Emma zu sorgen. Ich habe wirklich Angst. Meine Tochter war zusammen, der hieß Tom. Der hat mit Drogen zu tun gehabt. Der hat gekifft und alles. Und wenn sie jetzt einen Knutschfleck da am Hals hat, dass der was damit zu tun hat, dass sie mir irgendwie was verheimlicht, dass sie mit dem zusammen ist. Oder ich weiß ja nicht, vielleicht war der auf dem Balkon. Ich verstehe nicht, dass sie mir nicht Bescheid sagt, dass sie mich nicht zur Hilfe gerufen hat. Sie sollten jetzt einmal abwarten, sie nicht zu sehr bedrängen. Lassen Sie ihr einfach den Raum, den sie jetzt braucht. Sie ist 16, sie darf ihre Privatsphäre haben und sie darf auch manchmal Geheimnisse haben. Auch wenn das für die Mama immer schwierig ist zu verkraften. Das verstehe ich auch und ihre Sorge verstehe ich auch. Aber trotzdem versuchen Sie ihr den Raum zu lassen, den sie braucht und den sie auch verdient mit 16. Für die alleinerziehende Mutter ist dies leichter gesagt als getan. An erster Stelle steht aber auch für Mama Nicole, dass ihre Tochter die Operation gut übersteht. Als die 16-Jährige wenig später für den Eingriff vorbereitet wird, sorgt sich die Schülerin aber nicht nur um ihre berufliche Zukunft. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr tanzen kann. Mein Traum war es immer, Tanzlehrerin zu werden. Wenn jetzt alles zerplatzt. Ja, ich habe gehört, dass du gerne tanzt. Ja. Und das mit den Beinen kriegen die sicherlich hin. Na, sind super Ärzte hier, du bist wirklich in guten Händen. Mach dir da nicht so viele Gedanken. Es ist ja nicht nur das. Was denn noch? Ich habe so ein schlechtes Gewissen Mama gegenüber. Sie tut alles für uns, seit Papa weg ist alles. Und ich bin trotzdem nicht ehrlich zu ihr. Und ich habe einfach Angst, dass sie mir das nicht verzeihen wird. Ist es denn was Schlimmes, dass du nicht ehrlich zu ihr bist, dass du ihr was verheimlichst? Das kann ich nicht sagen. Das möchtest du nicht sagen? Ich merke, das macht dir riesengroße Sorgen, ne? Ob Emma auch weiterhin davon träumen kann, später einmal als Tanzlehrerin zu arbeiten, wird sich erst am Morgen nach der Operation beantworten. Zudem stellt sich die Frage, ob Mama Nicole endlich erfährt, was ihre Tochter sonst noch belastet. Kein Problem. Ich musste meine Auszubildenden jetzt alles übertragen, weil ich kann ja heute keine Termine wahrnehmen. Ach so. Und sie ist noch nicht so lange bei uns, die Laura. Aber ich schaffe das. Ich habe ja jetzt eine Mail hinterlassen und... Super. Ja, ich wollte nur kurz mit Ihnen sprechen. Ist sie meine Tochter wach? Genau, der geht's ganz gut, die hat auch schon Besuch, ist gut drauf. Die hat Besuch? Genau, die hat... Ist das der Tom? Ist das so ein Typ, so lange Haare, groß, blond? Nee. Die junge Dame, die sie gestern Abend auch ins Krankenhaus gebracht hat. Die junge Dame? Also ich weiß nicht, von wem sie da gerade... Mädchen. Ach so, die Taxifahrerin dann. Nee, das war keine Taxifahrerin. Junge, ich kann damit jetzt nichts anfangen. Wir gehen mal rein. Hey, Emma. Laura? Laura, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das ist meine Auszubildende, die ich gerade versucht habe anzurufen, weil sie bei mir im Laden arbeitet. Was machst du denn hier? Ich habe gehört, dass Emma im Krankenhaus ist. Und ich wollte sie halt besuchen. Als dann herauskam, dass die Laura die Auszubildende von der Mutter ist im Friseursalon, ja, das habe ich überhaupt nicht mehr verstanden. Denn kannten die sich? Sind die befreundet? Das wirkt überhaupt nicht so. Und ja, da habe ich schon gemutmaßt, dass es eventuell etwas mit der Nacht zu tun hat. Denn die Laura hatte sie ja gebracht. Ich würde aber gerne wissen, Mäuschen, was hier wirklich los ist. Du lügst mich an. Du fällst mitten in der Nacht vom Balkon und du hast einen Knutschfleck am Hals. Bist du wieder mit diesem Kiffer zusammen? Ja, warum passiert sowas? Sowas passiert einem normalen Mädchen nicht, dass es irgendwo mitten in der Nacht von einem Balkon runterfliegt.
Ich bin aber nicht mit Tom zusammen. Ja, warum kannst du es mir nicht sagen? Du kannst mir alles erzählen. Wir haben alles geregelt. Du kannst auf jede Party gehen. Du kannst alles machen. Nur nicht mit diesem Typ. Der tut dir nicht gut. Meine Schuld. Das hat mit Ihnen jetzt überhaupt nichts zu tun. Es hat was mit Laura zu tun. Sie hatte schon recht. Und mir fällt es total schwer, dir das zu sagen, aber ich bin mit Laura zusammen. Und als ich auf die Party wollte, wollte ich mich eigentlich mit Laura treffen. Und dann wollte ich mich rausschleichen, weil es natürlich nicht rauskommen sollte. Ich weiß. Du bist mit Laura zusammen? Ja. Also, du magst das Mädchen? Zusammen? Ja, ich mag es sehr. Du bist in sie verliebt? Puh. Okay. Er macht dir die ganze Zeit total Angst. Es kann ja sein, dass du sie feuerst, weil du damit nicht klarkommst oder sonst was. Und dann hatte ich einfach Angst. Es war alles selber neu für mich. Ich habe Laura gesehen und dann dachte ich mir, wow, so, wer ist eigentlich Tom? Aber... Oh, hallo. Komischer Augenblick. Komme ich irgendwie ungelegen? Nee. Falscher Moment? Schöner Moment. Okay, gut. Ja, also ich kam jetzt eigentlich, um die Ergebnisse zu besprechen von der OP. Also, wir konnten Gott sei Dank alles wieder ganz gut richten. Der Bruch sieht wieder gut aus. Es steht alles so, wie es sein soll. Kann ich dann wieder tanzen? Jetzt erstmal nicht. Aber wenn das alles gut verheilt, dann bin ich da ganz zuversichtlich auf jeden Fall. Aber du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Geduld. Ja? Also jetzt nicht irgendwie dich beeilen und irgendwie alles überlasten, dann kriegen wir ein Problem. Du brauchst Geduld. Erstmal schon, okay? Emmas OP ist Gott sei Dank sehr gut verlaufen. Wir konnten den Bruch gut operieren, wieder gerade stellen, alles gut fixieren, sodass jetzt natürlich die Heilung des Knochens erstmal in Gang kommen muss. Es muss also neues Knochengewebe letztendlich gebildet werden, sodass der Bruch dann irgendwann stabil ist. Dann kann man diese ganzen Schrauben und Drähte auch wieder entfernen. Und dann kann sie ihr Bein auch wieder komplett normal belasten. Natürlich kann sie damit auch noch tanzen. Allerdings dauert es einige Wochen, bis es dann eben soweit ist. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil meine Tochter mir gerade erzählt hat, wir hatten gestern das Gespräch, dass es sich nicht um einen jungen Mann, sondern um eine junge Dame handelt. Oh. Und ja, okay. Sie konnte mir das irgendwie nicht so sagen, dachte sie, wobei ich damit überhaupt kein Problem habe, weil auf die junge Dame ist meine Auszubildende im Friseursalon, ist 100.000 Mal mehr Verlass auf einen Tom. Und ob sie jetzt einen jungen Mann lieb hat oder ein junges Mädchen, das ist mir ganz egal. Wir sind halt 2 Monate zusammen und wir wollten uns halt noch sehen, nachdem sie Tanztraining hatte. Und ich habe im Auto auf sie gewartet und auf einmal hat sie mich halt angerufen und hat gesagt, dass sie gestürzt ist vom Balkon. Und daher waren auch die Kratzer auf meinen Arm. Ich habe sie halt aus dem Gebüsch gezogen. Ich war schon ziemlich gerührt, als ich gesehen habe oder mitbekommen habe, was eigentlich dahinter steckt. Und zwar, dass die beiden Mädels verliebt sind. Und da gehört auch schon Mut dazu, sowas der Mutter zu sagen, in dem Alter überhaupt dazu zu stehen. Und da muss man einfach sagen, die Mutter hat ganz toll reagiert, direkt gesagt, das ist gar kein Problem, es ist etwas total Normales und so sollte es eigentlich immer laufen. Ja, das ist doch schön, dass sich das dann jetzt alles aufgeklärt hat. Ich denke, Sie haben bestimmt noch eine Menge jetzt miteinander zu besprechen. Und ich glaube, dass ich da wahrscheinlich ein bisschen fehl am Platz bin. Also ich würde mich dann erstmal verabschieden und wir sehen uns ja sicherlich noch ein paar Tage. Tschüss. Die Schülerin hat sich gut von der Operation erholt und kann mittlerweile sogar wieder am Tanztraining teilnehmen. Emma und Laura sind sehr glücklich miteinander und froh, dass die Wahrheit endlich heraus ist. Mama Nicole akzeptiert die Beziehung der beiden voll und ganz.